Schönen guten Tag, meine Freunde. Ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge von Grundlagen der Volkswirtschaft. Im letzten Video hatten wir ja darüber gesprochen gehabt, dass offensichtlich der Preis und das Preisniveau nicht ein und dieselbe Sache sind, denn sonst würde es nicht zwei Begriffe geben. Und ich hatte ja gesagt gehabt, okay, der Preis ist halt eben der Preis, den man für irgendeine Ware oder irgendeine Dienstleistung zu zahlen hat. Und das Preisniveau ist wiederum nichts anderes als der Durchschnitt aller Preise für alle Waren und alle Dienstleistungen innerhalb einer Volkswirtschaft. Ja, der Durchschnitt dieser gesamten Preise, den bezeichnen wir als Preisniveau. Und da wird natürlich sofort die Frage laut, okay, warum sollte ich so etwas ermitteln? Warum ist es wichtig zu ermitteln, wie hoch das durchschnittliche, der durchschnittliche Preis für Güter und für Waren ist, wenn man so will, innerhalb einer Volkswirtschaft? Warum sollte ich das statistisch festhalten, ob sich daran was im Laufe der Zeit tut oder nicht? Und die Frage ist natürlich absolut berechtigt, denn man hat das nicht immer getan. Aber spätestens seit dem Jahre 1958 macht man das. Einfach deswegen, weil man gesehen hat, dass es einen gewissen Zusammenhang gibt, der gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet sehr, sehr interessant und auch sehr, sehr brisant ist, weil nun ja eine gewisse Entscheidungsfreiheit hier besteht, die die einen bevorteiligt und die anderen benachteiligt. Ja? Aber da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Es geht hier natürlich um die Phillips-Kurve, habt ihr spätestens im Titel auch schon gesehen. Aber ich will noch kurz eine Sache dazu sagen, denn ich hatte auch im letzten Video gesagt gehabt, okay, nun ja, die Europäische Zentralbank, die verfolgt ja eine Preisniveau-Stabilisierungspolitik innerhalb des Euroraumes. Das heißt, die versucht die Inflationsrate, also die Preisniveau-Anstiegsrate, wenn man so will, bei unter 2% zu halten. Ja? Sie will keine negative Inflationsrate, also keine Deflationsrate haben. Sie will nicht haben, dass das allgemeine Preisniveau sinkt. Aber sie will das Ganze kontrolliert ansteigen sehen. Und warum es so wichtig ist, dass es einerseits zu, nun ja, geringen, ja, nicht extremen, aber doch zu geringen Preisniveauanstiegs kommt und vor allen Dingen viel wichtiger, warum es so wichtig ist, Deflation zu vermeiden, das sehen wir hier an der Phillips-Kurve, die ich vorhin bereits erwähnt gehabt hatte. Ja, und ein gewisser Herr Phillips hatte im Jahr 1958 seinen empirischen Zusammenhang, den er ermittelt hat, veröffentlicht. Nach ihm wurde dann auch diese Kurve, ja, die hier doch ein bisschen mehr wie so ein, ja, wie so ein Punktezug aussieht, benannt. Das ist die sogenannte Phillips-Kurve. Und der Herr Phillips hatte was ganz Interessantes herausgefunden. Er hat nämlich einfach mal sich angeschaut, ob der Anstieg der Löhne in irgendeiner Art und Weise mit der Arbeitslosenquote korreliert. Ja, und das hat er im Jahr, das hat er erstmal im United Kingdom, in Großbritannien, wenn man so will, mit Nordirland, von 1913 bis 1948 untersucht und 1958 kam dann der Zusammenhang tatsächlich so raus. Und wir sehen, es gibt offensichtlich wirklich einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der Löhne und der Arbeitslosenquote. Ja? Und auch wenn es hier im mittleren Bereich durchaus auch eine normale Streuung gibt, wie in jeder Statistik, die man so führt, sieht man doch, dass diese Kurve hier einen fallenden Verlauf hat. Das heißt, man kann hier bereits erkennen, okay, ist die Lohnsteigerungsrate, Lohnanstiegsrate sehr, sehr hoch, die ist ja in Prozent angegeben, ja? Also um wie viel steigt, wenn wir so wollen, der Lohn pro Prozent dieses Jahr an? Ist dieser Anstieg sehr, sehr hoch, ist offensichtlich auch die Arbeitslosenquote sehr, sehr gering. Und andersherum ist die Arbeitslosenquote sehr, sehr gering, kam es höchstwahrscheinlich zu, ja, Lohnkürzungen. Das sagt uns hier jetzt diese Grafik, ja, diese Phillips-Kurve, die Original-Phillips-Kurve. Jetzt sieht man aber auch schon wiederum einen Punkt, und zwar sieht man, dass wir hier von Löhnen gerade sprechen und nicht von allgemeinen Preisen. Gut, jetzt wissen wir natürlich, dass der Lohn der Preis für die Arbeit ist, aber das ist jetzt hier nicht damit gemeint, sondern wie können wir jetzt aufgrund dieser Originalgrafik, auf Basis der Original-Phillips-Kurve, wenn wir so wollen, rübergehen zur sogenannten modifizierten Phillips-Kurve, die man in den Lehrbüchern so vorfindet. Und in den Lehrbüchern steht dann halt, okay, die Arbeitslosenquote ist halt, wie, wenn wir so wollen, weiterhin dieselbe,
Aber wir haben jetzt hier auf der Y-Achse halt nicht mehr den Lohnanstieg in Prozent angegeben, sondern die sogenannte Inflationsrate. Also wir sind hier schon beim Preisniveauanstieg in Prozent. Und das muss jetzt erklärt werden. Wie können wir von den Löhnen rübergehen zu den Preisen? Ja, und man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Es gibt ein Phänomen, das nennt man die sogenannte Lohnpreisspirale. Ja? Und bei dieser Lohnpreisspirale wird eigentlich Folgendes unterstellt. Wenn die Löhne innerhalb einer Volkswirtschaft ansteigen, ja, wenn die Löhne innerhalb einer Volkswirtschaft ansteigen, haben die Menschen mehr Geld, um zu konsumieren. Wenn sie allerdings mehr konsumieren, steigt ja die Nachfrage nach den Gütern, die sie jetzt mehr konsumieren. Infolgedessen wird der Preis dafür wiederum ansteigen, ja, wird der Preis für diese Güter wiederum ansteigen, was dazu führt, dass es sich für die Unternehmen wiederum mehr lohnt, neue Leute einzustellen. Wenn du aber mehr Leute einstellst, weil jetzt als Arbeitgeber du jetzt mehr Leute nachfragst als vorher, dann müssen folglich die Löhne wiederum ansteigen, weil du ja jetzt Arbeitskräfte mehr nachfragst als vorher. So, diejenigen, die jetzt mehr in Arbeit sind, inklusive der alten Leute, bekommen aber wiederum höhere Löhne als vorher. Also ist es doch wiederum so, dass die mehr Geld zum Konsumieren haben. Wenn sie mehr Geld zum Konsumieren haben, werden sie mehr konsumieren, die Nachfrage steigt weiter an. Also man geht hier von einer Endlosspirale aus, wo Löhne dazu führen oder ansteigende Löhne dazu führen, dass es zu mehr Nachfrage kommt und infolge der höheren Nachfrage werden die Preise für die Güter weiter ansteigen, was es wiederum natürlich profitabel macht für Firmen, mehr davon zu produzieren. Und um mehr davon produzieren zu können, müssen wiederum mehr Leute eingestellt werden. Ja? Und da man dann wiederum mehr von den Arbeitskräften nachfragt, müssen die natürlich auch stärker entlohnt werden. Also es ist eine Endlosspirale, die man hier betreibt und man kann somit dann erklären, warum gesagt wird, okay, eine höhere Inflationsrate, ein größerer Anstieg aller Preise führt automatisch dazu, dass die Arbeitslosenquote geringer ausfällt als bei einer niedrigeren Inflationsrate. So weit, so gut. Also hier sind wir jetzt. Das ist dieser Trade-off, das ist das, was die Phillips-Kurve beschreibt. Ja? Du kannst dich quasi dafür entscheiden, willst du Preisniveaustabilität haben, also möglichst absolute Preisniveaustabilität, ja, dann hast du aber gegebenenfalls eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote. Oder aber du sagst, Preisniveaustabilität ist für mich nicht ganz so wichtig. Für mich ist es eher wichtig, dass die Preise ansteigen, ja, damit ich möglichst wenig Arbeitslose habe. So. Und was jetzt hier mit der Europäischen Zentralbank gemacht wird, ist, dass gesagt wird, okay, wir wollen keine Überhitzung der Volkswirtschaft haben, wir wollen haben, dass kontrollierbar, wenn wir so wollen, ja, dass kontrollierbar, wenn wir so wollen, die Inflation ansteigt, damit wir, oder dass wir eine kontrollierte Inflationsrate haben, damit wir auch eine solide und konstante Arbeitslosenquote haben. Ja? Also es wird quasi mit dieser europäischen Preisniveaustabilitätspolitik, die von der Europäischen Zentralbank betrieben wird und die über die Geldpolitik gesteuert wird, dafür soll Sorge getragen werden oder dadurch soll Sorge getragen werden, dass die Arbeitslosenquote konstant bleibt. Ja? Trotz aller, wie soll ich sagen, trotz aller Schocks, die in einem Jahr auftreten, diese Konstante soll da sein. Man will eine leichte Inflationsrate haben, damit es auch immer dazu kommt, dass möglichst die gleiche Menge an Menschen beschäftigt ist. Selbst wenn andere negative Schocks auftreten, genau, selbst dann soll das eine Konstante sein, die dazu beiträgt, dass die Arbeitslosenquote nicht zu stark in die Höhe schnellt. Ja? Und jetzt kann man auch erklären, warum es nicht gut ist, wenn du eine Deflation hast, also wenn das Preisniveau sinkt, weil dann automatisch die Arbeitslosenquote gemäß dieser Grafik, gemäß dieser Kurve natürlich ansteigen wird. Ja? So, das ist der Grund, warum man sagt, okay, eine leichte Inflation ist in Ordnung, aber eben keine sehr, sehr große Inflation. Jetzt muss man allerdings zwei Dinge dazu sagen. Diese Lohnpreisspirale, ja, ist ja schön und gut. Aber in der Praxis, gerade auch in Deutschland, hat man ja mit Phänomenen zu kämpfen, wie beispielsweise, dass die Reallöhne gesunken sind. Ja? Und die Reallöhne dürften in diesem Modell ja gar nicht sinken, weil wir in diesem Modell ja eine Lohnpreisspirale haben.
Und die Lohnpreisspirale sorgt ja dafür, dass automatisch, wenn Preise ansteigen, es sich mehr lohnt, für die Leute, für die Firmen zu produzieren, sie mehr an Menschen nachfragen, die auch höher entlohnen müssen, weil sie die ja jetzt stärker nachfragen. Insofern würde es ja niemals dazu letztlich kommen, dass du über Jahre oder gar Jahrzehnte hinweg einen Reallohnverlust nimmst. Wenn man genau ins Modell schaut, dann sieht man eigentlich hier, dass du immer einen Reallohnausgleich mit einem Jahr Verzögerung bekommst. Denn wenn wir mal sagen, wir betrachten jetzt das Preisniveau immer nur jährlich und nach jedem Jahr können Löhne neu ausgehandelt werden und nach jedem Jahr können Leute neu eingestellt werden, ja, wenn wir das jetzt mal so unterstellen, dann sehen wir, dass wir hier immer mit einer Verzögerung von einem Jahr letztlich hinterherhinken. Und das ist auch der Grund, warum die Inflationsrate nicht einzig und allein von dieser Lohnpreisspirale abhängig ist, sondern zweitens auch von den Erwartungen, die dahinter stehen. Denn natürlich sind die Leute schlau genug, um zu wissen, okay, wir haben jetzt gesehen, die Inflationsrate hat sich in den letzten Jahren bei der und der Prozent, bei dem und dem, ja, bei der und der Prozentrate befunden. Also werde ich das natürlich in die Lohnverhandlungen fürs kommende Jahr bereits einfließen lassen. Das heißt, auch die Erwartungen pushen letztlich noch einmal die Inflationsrate. Die Inflationserwartungen pushen die eigentliche Inflationsrate auch noch mal in die Höhe. Ja? Und so gesehen findet das hier nie ein Ende, aber es dürfte nicht zu Reallohnverlusten kommen, wie es tatsächlich in Deutschland passiert ist. Und man munkelt, dass es da unterschiedliche Gründe für gibt. Die einen sagen, okay, das kann vielleicht damit zusammenhängen, dass die Gewerkschaften an Einfluss verloren haben und die Gewerkschaften nicht mehr in der Lage sind, diesen Inflationsausgleich tatsächlich durchzudrücken. Andere sagen, okay, die Gewerkschaften verzichten auf den Inflationsausgleich einfach deswegen, um mehr Arbeitsplätze zu sichern, was allerdings in diesem Modell überhaupt keinen Sinn ergibt, denn wir sehen ja, je höher die Inflationsrate ist, je höher die Preise ansteigen, dadurch, dass die Löhne ansteigen, ja, desto weniger Arbeitslose gibt es. Es gibt unterschiedliche Begründungen dafür, warum es in Deutschland bisher nicht zu einem Reallohnausgleich gekommen ist in den letzten 10 bis 20 Jahren. Allerdings kann man nicht wirklich wie manche Gewerkschaften dahingehen und sagen, okay, ich möchte persönlich haben, dass möglichst viele beschäftigt sind und deswegen verzichte ich auf Lohnausgleich. Es ist genau andersherum. Hier in diesem Modell ist es nämlich so, dass durch die steigende Kaufkraft, die dadurch vorhanden ist, weil mehr Einkommen vorhanden ist, die Arbeitsplätze erstens gesichert werden und zweitens sogar noch welche geschaffen werden. Wenn du also dafür sorgst, dass eben keine Lohnausgleichszahlungen oder keine Lohnsteigerungen entstehen, ja, dann wirst du letztlich langfristig die Arbeitsplätze verlieren. Und daran merkt man aber, Leute, dass dieses Modell, was so schön ist und was vieles erklärt, dennoch nicht hundertprozentig korrekt ist und nicht hundertprozentig in der Realität immer so passt. Denn sonst hätten wir nicht diese Misere, die wir hier haben. Denn es ist tatsächlich so, für das, was du an Lohn bekommst, kriegst du immer weniger draußen, wenn du einkaufen gehen willst. Und das liegt einfach daran, weil es nicht jedes Jahr aufs Neue einen Inflationsausgleich gibt, den es geben müsste. Die Gewerkschaft müsste wirklich dahin gehen und sagen, okay, wir haben die letzten Jahre gesehen, unsere Inflationsrate lag im Durchschnitt die letzten 10 Jahre bei 2%, also will ich jetzt auch meine 2% nochmal als Inflationsausgleich schon mal fürs nächste Jahr haben, ja? Weil ich sowieso immer nur in Verzögerung hier letztlich vorgehen kann. Und das ist das, was die Phillips-Kurve letztlich ausmacht, Leute. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das beibringen. Ich weiß, es ist ein bisschen komplexer, wenn man da richtig reinsteigen will, aber das ist wichtig, dass man das versteht. Die Lohnpreisspirale ist der Motor, wenn man so will, der gesamten Volkswirtschaft. Das sagt eigentlich die Phillips-Kurve aus, wenn man so ein bisschen verstanden hat, wie man von der eigentlichen zu hier zu der modifizierten kommt. Ja? Bis dahin, meine Freunde.